Hallo und willkommen zu einem neuen Dragon Ball Super Video, Dragon Ball Super Talk Video. Ich hab da noch keinen genaueren Namen dafür, vielleicht gibt's da mal irgendwann Kategorien. Einfach mal wieder ein Dragon Ball Super Talk, der übrigens auch noch mit Ryuzuki kommt. Da müssen wir nur noch irgendwie ein Thema finden, weil einfach nur so quatschen ist dann eher so ein Podcast. Ich will ja schon ein festes Thema haben, aber heute ist es auch Quatschen, aber sinnvolles Gequatsche. Und zwar über den Legendary Super Saiyan, der jetzt auch wieder da ist. Und was machen wir denn jetzt? Wir haben einen legendären Super Saiyajin bekommen, obwohl der doch eigentlich nicht Canon ist. Man hat in der Preview der letzten Folge ja schon gesehen, dass wir jetzt in dieser Folge, Folge 93, nun endlich den legendären Super Saiyajin sehen, oder viel besser den Female Legendary Super Saiyan. Das ist dann Kale. Kale ist übrigens auch, habe ich in der Folge erfahren, ich weiß nicht, ob es vorher schon feststand, Cauliflowers kleine Schwester. Es kann sein, dass sie das schon erwähnt hatten, als Kaba sie zum ersten Mal getroffen hatte da im Saal. Ich erinnere mich nur daran, dass sie als Dienerin vorgestellt wurde, beziehungsweise als Assistentin. Wie es aussieht, sind sie jedoch auch Schwestern. Das habe ich wahrscheinlich einfach nur ausgeblendet, obwohl. Ich könnte mir mal schreiben, ob das so war. Jedenfalls hat Kale dann in dieser Folge, nachdem sie zuerst ziemlich abgekackt hatte, was die beiden ziemlich enttäuscht hatte, nach zahllosen Beleidigungen von Kaba den Legendary Super Saiyan erreicht, was ziemlich lustig war nebenbei. Also, erstmal hat versucht, Cauliflower sie zu beleidigen. Und das ist natürlich nicht gut gegangen, weil es halt ihre Schwester, sie wird dann nicht ganz zu gemein sein. Und Kaba hat dann ein bisschen mehr rausgehauen als sie und dann war sie sauer. Ja, naja gut, direkt geklappt hat es dann nicht. Sie hat erstmal noch kurz geheult, woraufhin Kaba dann fast aufs Maul bekommen hat. Aber dann hat sich irgendwie Wut entbrannt bei ihr und sie wurde dann nicht nur zum Super Saiyajin, sondern zum gefürchteten legendären Super Saiyajin. Ich will ja auch nochmal anmerken, dass Kale in der Folge immer wieder zu Kaba rübergeguckt hat und ziemlich rot auch zwischendurch wurde. Ich bin mir deshalb auch ziemlich sicher, dass Kale wahrscheinlich auf Kaba steht. Oder irgendwie was in der Richtung. Wahrscheinlich geht es hier auf den Sack, dass Kaba und ihre Schwester einfach schon so eine kleines Bündnis haben, beziehungsweise Freunde wurden. Na, ob man das Freunde nennen kann, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich geht es ihr auf den Sack, dass die beiden schon Freunde wurden und sie dann so außen vor ist, obwohl sie doch auf Kaba steht, weshalb sie dann auch ein bisschen wutentbrannt war, als der Typ, den sie so mochte, sie angefangen hat zu beleidigen, nachdem er mit ihrer Schwester das so abgemacht hatte, die schon Best Buddies sind. Kann natürlich auch einfach sein, dass sie sauer auf Kaba ist, weil er die beiden damit ins Universum-Turnier geholt hat und sie ihm jetzt die Schuld gibt, falls ihre Schwester verletzt wird da. Aber ich bin mir eher sicher, dass sie auf Kaba steht und es sie ein bisschen getroffen hat, als er sie beleidigt hatte. Aber nach dem ganzen Gerede hier erstmal jetzt darüber, was da passiert ist. Der legendäre Super Saiyajin ist jetzt Canon. Mit einem Fragezeichen. Wir hatten ja bis jetzt, Gott, wie viele Dragon Ball Filme hatten wir? Lass mich nachsehen. Gut, wir hatten jetzt 24 Dragon Ball Animationsfilme. Ich habe da auch die kleinen Movie Specials einfach mitgezählt, die nur in Spielen oder so. Also jeden Film habe ich mitgezählt, egal wie belanglos er war. Wir hatten also 24 Dragon Ball Filme, von denen dann auch nicht ganz so viele zu den offiziellen Filmen gehörten, aber 24 Filme insgesamt. Und es stand immer fest, es hieß immer, die Filme sind alle nicht Canon, die Filme könnte ich mit der Story nicht vertragen. Man sieht zum Beispiel, der Broly-Film spielt ja auch in einer Zeit, die einfach gar keinen Sinn macht, weil das müsste da irgendwie bei den Cell Games und das passt so einfach nicht. Jedenfalls, es steht fest, die Filme waren bis jetzt nicht Canon. Aber wie gesagt, bis jetzt. Weil damit, dass wir jetzt einen legendären Super Saiyajin in Dragon Ball Super haben, widerspricht sich diese ganze Logik einfach mal komplett, weil wir haben jetzt einen Nicht-Canon-Charakter quasi in dem Canon-Teil von Dragon Ball. Ja, Dragon Ball Super ist wieder Canon, da es halt mit Akira Toriyama zu tun hat, nicht wie Dragon Ball GT. Das lassen wir einfach mal außen vor. Tschüss. Und seit ich dann zum ersten Mal diesen Leak halt gesehen hatte, dass wir zweiten Broly, einen weiblichen Broly kriegen, musste ich mich ja immer fragen, jetzt sind jetzt alle Filme irgendwie doch halb Canon? Ist Gogeta Canon? Und das hat mich komplett verwirrt, also wollte ich auch einmal drüber reden einfach, damit ich das alles hier verbreiten kann. Weil wenn jetzt Broly Canon ist, nachdem wir Kale haben, die sich auch verwandeln kann, also erstmal heißt es dann, dass es einen legendären Super Saiyajin gibt und dass die Broly bekämpft haben und ja erkennen müssen. Heißt, alles dort ist passiert irgendwie, egal wie die es von der Zeit geschafft haben. Wir können also damit davon ausgehen, dass auch andere Filme irgendwie passiert sind. Heißt also, dass zum Beispiel Garlic Jr. passiert ist, was auch zu einer schwierigen Zeit war, weil wenn man bedenkt, dass mit Raditz und ja, das macht keinen Sinn irgendwie. Dass Cooler Canon war, beide Cooler Filme. Der erste kann man sich vielleicht nur erklären, es war... Nein, eigentlich auch nicht. Der erste Film hat ja auch so gespielt, nachdem er auf Namek war, aber da war keine Zeit halt. Als Goku ankam, war direkt Action. Der zweite cooler Film, ja, ich glaube, den könnte man wirklich irgendwo sogar einschieben. Hm, vielleicht auch, es müsste aber auch in der Cell-Saga-Zeit spielen und das auch noch vor Trunks. Das heißt, es wäre auch schwer, das irgendwie einzuschieben. Wie gesagt, der Broly-Film, der da ganz, ganz schwer wird, da man weiß, es ist um den Cell-Arc rum passiert, da Trunks da war und da gab es halt keine wirklichen freien Momente. Es gab halt die Zeit, wo Goku und Gohan Pause gemacht haben und ein bisschen gechillt haben, mit Chi-Chi aufs Land gefahren sind. Aber in der Zeit, dass da sowas abging, bezweifle ich jetzt schon. Genauso mit dem Bojack-Film. Ich glaube, der Bojack-Film ist der einzige Film, der in der Timeline Platz hätte, weil wir hatten 7 Jahre nach der Cell-Saga, wo nichts passiert ist. Und in 7 Jahren
da ist das mit dem Boya-Film auf jeden Fall einschiebbar. Goku ist nämlich tot und sonst ist da auch irgendwie nichts, was auffällig ist. Trunks da auch nicht mehr da zu der Boya-Zeit. Das heißt, es müsste alles Sinn ergeben. Aber wir haben hier schon mal gesehen, die Hälfte der Filme würde keinen Sinn ergeben, da man sie nirgendwo einschieben kann. Das heißt, sowas canon zu machen ist gar nicht mal so einfach. Die einzigen Filme, die auch canon sind jetzt die neueren Filme. Das sind Battle of Gods und Resurrection of F. Diese kann man nämlich logisch einordnen, da sie auch in der Serie einen Platz haben. Die sind ja dann eingefügt worden. Also das heißt, wir haben 2 Canon-Filme insgesamt. Aber trotzdem, wenn jetzt der legendäre Super Saiyan Canon ist, heißt das, dass wir eine Fusion sehen könnten, weil Gogeta müsste ja in dem Sinne auch Canon sein. Also die Fusion, die ist ja Canon. Wir haben Gotenks gesehen, das ist normal. Wir haben auch den Fusionstanz gesehen, das heißt, Goku konnte ihn. Aber Gogeta müsste zu der Zeit, wo das da alles passiert in Dragon Ball Super, ja, er müsste schon da gewesen sein, er könnte schon aufgetaucht sein. Heißt das, Gogeta ist möglich? Gogeta ist irgendwie in den Köpfen der Charaktere? Sie wissen Bescheid, sie könnten es wieder tun? Um Gottes Willen, das heißt ja jetzt nicht, dass sie es irgendwo nochmal benutzen in Dragon Ball Super oder im Turnier benutzen, aber sie wissen von Gogeta und sie wissen, sie könnten das einsetzen. Theoretisch also ja, wir wissen es halt noch nicht. Und es gab ja noch andere Sachen so in den Filmen jetzt. Der Fake Super Saiyan im Kampf gegen Lord Slug, glaube ich. Ist der dann auch Canon? Ist der möglich? Könnte er den wieder einsetzen? Weil es wieder nicht der Kraftverbrauch eines Super Saiyans, aber trotzdem ein Großteil der Stärke, okay? Ist jetzt auch wieder irrelevant, nachdem wir Super Saiyan Blue hatten, aber von mir immer, also einmal so mein Gedanke an der Stelle. Und was mich auch ein bisschen interessiert, das ist jetzt eher so was, na, ich glaube, das ist nicht so wichtig, aber ich wollte es erwähnen. Gokus Kampf gegen die Cyborgs, der Film gegen die Cyborgs ist übrigens auch ein bisschen schwer einzuordnen, mit Trunks damals, wo er als Super Saiyan eine Genki-Dama geformt hatte und diese dann einfach absorbiert hatte und das konnte ich mir bis heute nicht erklären. Das wäre damit auch eine Non-Canon-Aktion, aber kann er das so theoretisch auch? Weil wenn man ihn im Turnier der Kraft dann genug beschützen würde und er das irgendwie auftankt, ich bin mir sicher, Freezer und Vegeta kriegen das hin, auch wenn Freezer da ein bisschen wenig Bock drauf hat. Wenn er die auftankt und die dann absorbiert, könnte er doch ziemlich reinhauen, meiner Meinung nach. Natürlich ist auch hier jetzt wieder die Frage, kann er denn überhaupt in so einem komischen, ja, ihr Turnier ist ja in einem Ort, der quasi nicht existiert, kann er denn an so einem Ort überhaupt Lebensenergie sammeln? Aber wir schweifen gerade schon wieder extrem ab, das tut mir leid. Aber Kern dieses Videos einfach mal kurz, was ich hier ansprechen wollte. Was ist jetzt Canon, was ist nicht Canon und wie gehen die jetzt mit Broly um? Es muss ja noch kein Zeichen sein, dass die Filme wirklich Canon sind, weil wenn im Turnier jetzt Kale auftaucht und sich ja diesen Super Saiyan verwandelt, in den legendären halt. Wenn Goku und Vegeta, beziehungsweise unsere Z-Fighter, sie nicht erkennen, den legendären Super Saiyan, oder etwas ganz Neues ist, was sie da sehen, dann können wir weiter einfach damit leben, dass die Filme nicht Canon sind. Aber wenn sie erkennen und bei Goku direkt Flashbacks kommen zu Broly und Vegeta direkt wieder die Knie schottern, dann ist das die Bestätigung, dass Filme Canon werden können und dass wir also nach und nach vielleicht auch irgendwann Gogeta Canon bekommen. Das ist jetzt so meine Ansicht, ich wollte einfach mal über all das reden und ja, Dragon Ball Super Talk macht mir Spaß, ich mag das, das alles, ja, das macht Spaß, mal was anderes zu schneiden wieder. Heißt, ich teile das einfach mal mit euch, aber wie gesagt, das ist jetzt keine große Mega-Theorie irgendwie, das ist einfach nur mal kurz meine Gedanken in ein Video geschmissen. Könnt mir sagen, was ihr jetzt so denkt, ob was kennen wird und was nicht. Das ist auch ziemlich durcheinander, das heißt, ich muss das auch irgendwie schneiden, dass das Sinn macht. Aber merkt euch die Kernaussage, Sachen könnten jetzt kennen werden, die vorher nicht kennen waren. Beziehungsweise wünsche ich mir das. Merkt euch das nicht, das wünsche ich mir einfach. Das wäre eine coole Überlegung. Aber gut, das war's mit Dragon Ball Super Talk. Ziemlich durcheinander, weil ich mach das noch nicht allzu lange. Ich versuche mich da gerade reinzugewöhnen. Beim letzten Teil war es ein bisschen einfacher, da hatte ich ein paar mehr Stichpunkte. Aber falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Like da lassen oder das irgendwie teilen und verbreiten, wie auch immer ihr möchtet. Wir sehen uns dann bei einem neuen Video wieder. Was dann Dokkan Battle Team Training oder vielleicht wieder sowas hier sein wird. Mal gucken, wie oft ich das bringe, das macht ziemlich Spaß. Aber bis dahin, ciao Nobel und ciao!